doesn't even look as if it's open at the moment. Well, we'll see. Good for a break, though. Catch you later. Nein. So, I just had a short break at Carty Brawl. That's a very well-known motorbike meeting place here. Corners are just fantastic here. Das ist auch gerade neu gemacht. So. Ja. Sieht zumindest neu aus, ne? Ja, ne, die ist neu. Ja. Aber so wie der Auto gerade in der Kurve kommt, fahre ich hier immer schön vorsichtig. Ne? Ja. Der hat ganz schön abgeschnitten. Ja. Also besonders, das habe ich auch gesehen. Besonders breit ist das Rad auch nicht, ne? Nee. Oh, kommt ein LKW. Da ist genügend Platz hier. Schön, dass wir mich gerade erwischt haben. Schön, dass du mich gewarnt hast, sonst hätte ich mich erschrocken. So große Geschosse mag ich, wenn du mich warnst. Dann weiß ich, was auf mich zukommt. Ja. Ja, da bleibt nicht viel Platz, wenn er in eine Kurve kommt, ne? Das stimmt allerdings. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum diese Leute mit so Rennhobeln, ne, dann so schnell fahren und so eine Kurven. Guck mal, Lahme. Ah ja. Ja, die, weiß nicht. Vielleicht kriegen die das ja wieder in den Griff. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie die Maschinen dann so schnell ausgerichtet kriegen. Keine Ahnung. Ja, da in die Kurven gerade, ja, wo eine schmale Straße und dann ordentlich in den Kronen liegst, ne? Tü. Da kommt dir so eine LKW entgegen. Nicht so lustig. Nö. Aber vielleicht kann die das. Vielleicht kann die Maschine kurzfristig aufstellen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich traue mir nicht zu, das zu versuchen. Nee, ich auch nicht. Mal gucken, ob ein LKW kommt. Mal sehen, ob ich meine Maschine wieder aufgestellt kriege. Vielleicht bin ich einfach so doof, dass sie... We're about 6 kilometers. Glaub ich nicht. Wow, fantastic. Oh, look what's in front of us. I love these sort of roads. Schöne Straße.
Quer durch den Kreis oder was? 100 Meter ist das Gefühl. Ah. Smiley, I got a smiley. Ich auch. Vielleicht sollten wir den hinter uns vorbeilassen. Ich fahre da mal auf den Straßen rechts. Okay. Okay. Der ist rechts abgebogen. Macht ja nichts. Nee. Komm hier rüber. War ein blöde Kuh. Ich räum dir jetzt weg frei. Die stand in der Mitte der Straße, du. Ja, ich hab das gesehen. Ich bin ja nicht so weit hinter dir. Ich kann nicht sehen. Ja, ich sehe ich. So, hier kommen ein paar Serpentinen jetzt. Oh, und dann auch noch mit Gefälle, da wäre ich langsam. Die haben wohl ein paar Farben verloren hier. Hat jemand wohl ein paar Farbe verloren hier? Ja. Hier ist 60, ne? Ja, ich weiß. Hier ist ein Borg. Ich muss aufpassen. Ich fahre hier rechts auf dem Streifen, Conny. Kann man ihn vorbeilassen, dann nervt er dich nicht. Ja. Oh, der ist bedrohlich dicht gekommen. Das ist schön. Look at that, castle on a hill. There's a lot of them here. Okay? Ja. Okay. Hab ich auch gerade gemerkt. What a beautiful road. Wow. Thank you.
die Gelegenheit bietet. Ich habe zu viel getrunken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also es muss gleich nicht sofort sein. Gleich hier. Echt? Ist hier ein Parkplatz? Ja. Nö, ne? Ja. Ist ja geil. Ich bin auch ganz laut. Ist ja geil. Ich glaube, ich park weiter hoch, lieber auf der anderen Seite. Meine Maschine geht zu weit runter. Da hinten, weißt du? Ja, kannst du machen. Da, die hat nicht so einen langen Ständer wie du, weißt du? Jerry! Und das habe ich am Film aufgenommen. Das musst du aber nicht reinnehmen, dann haben wir Stress. Doch, das ist lustig. Nein, das ist nicht lustig. Doch, das ist lustig. Ich habe so das Gefühl, wir dürften nicht allzu weit weg vom Gaswein-Stein sein. Da steht es schon. Echt? 2 Kilometer. Gut geschätzt, mein Schatz. Gut geschätzt. Siehst du, wo der Auto gerade runtergekommen ist? Da muss man jetzt hoch. Wie? Achso, ja. Ich fahre dir hinterher. Gleich wieder rechts. Okay. Ui. Sind aber steil. Ja, 18%, Vaseberg. Ja, 18%. Das ist quite steep. Aber es ist relativ gerade, Conny. Ja, ja. So, ich habe noch immer einen zweiten Gang und noch immer einen ersten Gang. Aber wie man das so mit 30 machen soll mit dem Moped, weiß ich auch nicht so genau. Da kippt man um, ne? Ja. So, da ist mir dann 40 doch lieber. List Ross, 2191. Aber ganz ehrlich, lieber das hoch als das runter, du. Ja, bin ich ganz in deiner Meinung. Aber man auch wieder runter. Das Bahnstein. Oh, hier muss nur Rex. Da ist eine Bushaltestelle, warte ich im Moment. Ja. Dann müssen wir den erstmal vorbei entfernen. Danke. Ja, sind da garantiert schneller. Ja. Das siehst du schon an der Kiste. Noch und noch eine. Und noch, eine. Na, hallo? Noch eine. Wie du reichst aber, Leute. Noch einer. Noch einer. Nun kommen wir. Jo. Oh, guck mal, noch einen Schluss, Conny. Ja, hier steht auch die Burgenstraße dran. Guck mal, hier ist ja... Ah, da ist die Basilika, die zu war. Genau. Da müssten wir eigentlich unmittelbar an dem Laden vorbeikommen. Ja, der ist gleich links. Da wollen die Typen wahrscheinlich hin. Meinst du? Ja, kann sein, ja. Diese Uhrzeit schon? Oh, ja. Kommt drauf, wo man herkommt, ne? Bonn. Ja. Nee, Bonn ist doch Bio. Nee, Quatsch. Das ist nee. Berlin. Das ist Berlin. Na, da kommt es auf die rechte Seite, weil die Kirche war gegenüber. Ja. Da ist es. Ah ja, genau. Da haben wir gesessen. Genau. Goss Weinstein. It was one of the places that Mrs. Bulldog and I stayed at quite a few years ago. Very nice. Very decent rooms. Tanken? Nee, ne? Nee, ich habe noch 1, 2, 3, 4 Balken. Okay. Und du? Nö. Nee, ich meine, wie viele Balken hast du noch? Das würde mich mal interessieren. Fünf. Fünf? Ja, die,
Die gehen beim Habetank, gehen hier auf einmal runter. Bum, bum, bum. Ach so. Tja. Ja, ja. Ach, 10%, das geht. Aber es ist ein Bus vor uns, also können wir sowieso nicht schnell fahren. Echt? Ja, ja. Wie du siehst. Ich sehe im Moment nur dich. Ach so. Ah, oh ja, jetzt sehe ich ihn. Ja, der wird wohl nicht keine Kurven bügeln. Nein. Und über die bestimmt auch nicht überholen. Das finde ich jetzt sehr nett von dir, da müsstest du lange auf mich warten, denn ich würde ihn ganz bestimmt hier nicht überholen. Na, der hätte dann mal reinfahren können, ne, der Bus. Hätte. Finde ich jetzt nicht besonders nett von ihm. Tja. Ja, ich glaube, da muss man ja wieder hoch. Dann soll das Ding neu machen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Okay. Dann haben wir links. Das müsste dann ja die grobe Richtung sein. Wenn du keinen Bock hast. Wenn ich keinen Bock habe, ne, dann habe ich keinen Bock. Dann brauche ich gar nicht diskutieren. Aber ich habe keinen Bock, hinter diese Bus zu fahren. Aber mein Bock zählt nicht, ne? Komm. Ja. Jetzt noch nie. Gut, jetzt hat er recalculated. Jetzt kann es weitergehen. Oh, guck mal, was für ein Blick. Ja, fantastisch, ne? Ich lasse das Auto vorbei, wenn er kann. Ja. Wenn ich Motorrad fahre, finde ich, bräuchten keine anderen Verkehrsteilnehmer da sein. Nee, ne, die sollen die Straßen frei sein. Ja. Finde ich auch. Obwohl ich ehrlicherweise sagen müsste, dass weniger Ausnahmen waren die alle echt super, auch mit dem Abstand halten. 19%. Super, das ist ja senkrecht nach oben, für meinen Geschmack. Geht aber ziemlich gerade hier. Da muss ja aber ackern, ne? Rauf, runterschalten, rauf, runterschalten. Ne? Das ist ja mal ein interessanter Weg, ne? Mhm. Straße ist frei, kommt nichts. Ich will trotzdem die Kurve schalt nehmen. Ne? So ein bisschen Ärger habe ich aufgeregt. Hier hätte ich nun gedacht, wir haben Vorfahrt. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, das wäre nicht gut gekommen. Halte mal kurz hier, Rex. Warum? Weil ich nicht das gemacht habe, was du gemacht hast. Ach so.